Hi und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, das ist jetzt ein kleines Video, was ich noch so zusätzlich drehe für diese Woche, für diesen Monat, weil ich nicht weiß, ob wir 4 oder 5 Wochen haben. Aber ich wollte mit euch was teilen einfach. So, wie ihr, die ihr mein letztes Video angesehen habt, vielleicht noch wisst, habe ich mir so viel beim Chinesen im China-Asia-Laden gekauft. Und das hat einen Grund. Und den Grund, den möchte ich mit euch zusammen aufpacken. Weil ich mir gedacht habe, das kann ich einfach, das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar habe ich mir das hier bestellt. Ja, ich habe es von meinem Geld gezahlt, ist nicht gesponsert. Also, ja. Ich habe es einfach von meinem Geld bezahlt und dachte mir, ich gucke das mir mal an, weil es mich interessiert hat. Weil ich schon so lange wissen wollte, wieder Ramen essen wollte. Aber bei uns in der Gegend gibt es halt keinen Laden, der Ramen hat, soweit ich weiß. Also, ich muss auch zugeben, meine Recherchegeschichte war auch ungefähr einmal kurz auf eine Speisekarte gucken online und dann sich denken, gibt's nicht, okay, schade. Und dann bestellt. Also Recherche kriege ich Minuspunkte, aber okay. Also, als erstes ist hier ein Buch drin, so, oder besser gesagt, so ein kleines Booklet nennt sich das. Ah, das ist schon nett. Hat eine Seite und hier ist ein Vorschlag, wie man sich das zubereiten kann. Ja, ganz nett. Ich zeige es euch jetzt nicht, weil die Firma das ja nicht umsonst mitgibt und ich möchte nicht, dass ich denen irgendwie Schaden schätze. Dann ist da einmal Ramen-Nudeln. Das sind vier Portionen luftgetrocknet nach asiatischer Art. Aber in Deutschland hergestellt, also das war mir wichtig, dass es nicht irgendwie so Import-Export ist. So, dann ist einmal hier Gemüsebrühe mit Miso. Ich weiß aber nicht, wie das ist, also ich kann euch noch nichts zum Geschmack sagen. Das habe ich genommen. Und das ist vegan und alles. Sieht echt gut aus, so von den Inhaltsstoffen. Ich hoffe nur ganz doll, dass da keine Erdnüsse oder zu viel Knoblauch drin ist. Weil da haben zwei in unserer Familie Verträglichkeitsprobleme. Und jetzt etwas, was viele überraschen wird, weil ich Vegetarierin bin, aber hat schon auch seinen Grund. Einmal. Das ist falsch. Mir ist falsche zugeschickt worden. Das ist ja jetzt, das überrascht mich jetzt eine Sekunde. Ich glaube, das ist falsch. Ach, so habe ich die Rechnung hingeschmissen. Also, soweit ich weiß, war meine Bestellung, dass ich einmal noch also mit Hühnerbrühe hatte. Und jetzt habe ich nur Miso bekommen. Okay, das finde ich jetzt natürlich nicht so toll, aber. Sekunde, mein Handy lädt gerade auf. Dann gucken wir gerade mal. Und zwar, wenn, dann ist es ja hier. Ist es das denn? Nein, das ist jetzt nur die Bestellung vom Fressnapf. Entschuldigt. Das will ich jetzt aber gerade mal schnell überprüfen, ob ich es falsch bestellt habe oder ob ich es falsch bekommen habe. Weil wenn ich es falsch bekommen habe, muss ich mal überlegen, was ich dann mache, ob ich dann schreibe oder wie auch immer. So, wenn man nicht so vieles Zeug bestellen würde immer, dann hätte man nicht so eine ewig lange Liste an Zeug, was da ist. So, ja. Und hier ist meine Bestellung. Und ich habe Mixset bestellt. Also. Das habe ich bestellt. Da steht Mixset und bekommen habe ich aber tatsächlich bloß viermal Miso. Also da werde ich tatsächlich mal ausnahmsweise schreiben, weil das ist jetzt, das habe ich, das war auch noch so als Geschenk gedacht für meinen Papa. Und das ist nicht so toll, wenn ich dann nur das Miso habe.
Weil es ist sowas, was er nicht essen sollte, so viel Soja. Ja, gut. Dann wart ihr live dabei, als ich was Falsches geliefert bekommen habe. Naja, ist auch mal was. Immer wieder Neues mit Elena. Ja, gut. Ich werde euch beim nächsten Update-Video sagen, wie die Geschichte weitergegangen ist, weil im Moment kann ich nicht da großartig was dazu sagen. Ist ja gerade das passiert. Und ja, gut. Ich wünsche euch jetzt trotzdem einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend und wie auch immer. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr bestellt, das Richtige bekommt. Ich werde euch dann, wenn ich es dann reklamiert habe und alles, kann ich euch dann auch was zum Geschmack sagen. Und ja, gut. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Gut. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Und ja, bis bald. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch sowas schon mal passiert ist oder auf Twitter oder auf Facebook. Oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt was. Bis bald. Tschüss.